Malti und hallo liebe Angelsportsfreunde. Ja, es ist wieder soweit, die MyFishingBox ist angekommen und ich möchte mit euch ganz gerne die MyFishingBox auspacken. Es ist die Ultra-Leicht-Box, ihr kriegt sie jetzt noch zweimal und ich würde sagen, wir starten einfach. Jupp, einmal aufmachen. Für euch gibt es natürlich immer als erstes First View, dann komme ich. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir einen großen Flyer, die MyFishingBox News, da gucken wir gleich mal rein, welche Köder wir haben. Dann haben wir einen Sibylköder, ein Wobbler ist das, dann haben wir hier noch einen Wobbler von Jensi, obligatorische Süßes, ein Softköder. Hier haben wir jetzt mal Carolina Rig System, denke ich. Es sind auf jeden Fall Bullet Splies mit dabei. Und dann haben wir hier nochmal einen Softköder. Nochmal so eine Art Krebs. Der andere war auch schon Krebs. Und wieder ein Köder. Ein Aufkleber. Das war der Inhalt der Box. Jetzt kommen wir mal zu dem Köder im Detail. Ich schaue schnell rein, welche Köder wir haben. Wir einmal. So, da haben wir als erstes den Sebil-Köder oder Sebil, wie man das auch immer ausspricht. Da haben wir den Spincher 42 SK in 42 mm Länge und in 2,5 Gramm. Ich habe jetzt hier so eine Art. Ich habe hier so einen schönen kleinen Fire Tiger Design. Ich probiere den mal schnell rauszuholen und dann zeigen wir den nochmal schnell in der Nahaufnahme. So sieht das Ganze aus vom Nahen. Schön Fire Tiger Optik mit Spinnerblatt. Na, jetzt bleibt es hier dran kleben. Schon mal richtig gut, schön für Forelle oder für Barsch, Bachforelle mit Spinnerblatt, richtig geil. Als zweiten Köder, kein zweiter Köder. Als zweites haben wir hier einmal ein Curly Box mit Carolina Rig Komponente. Das ist das Ganze von Sänger, so wie ich das hier auf der Verpackung sehe. Von Sänger ist auf jeden Fall so ein Gummistopper dabei. Dann haben wir zwei Dropshot-Haken oder Carolina-Haken mit zwei. Jetzt fällt mir die schon runter. Weggefallen, die hebe ich gleich auf. Da haben wir zwei schöne Bullets. Dann haben wir zwei Haken. Und eigentlich zwei rote Perlen, aber die eine ist mir gerade unterm Tisch gerollt. Das ist das System. Das ist das. Ja, das sind die Gummistopper. Sehr geil. Packe ich wieder ein. Steht da, wie schwer die Bullet Splies sind. Steht diesmal nicht dabei. Aber ich denke mal, die werden so zwischen 2 bis 3 Gramm haben. Ist ja die Ultra-Leicht-Box. Tschuppi, tschuppi, tschuppi. Dann haben wir als drittes ein Jensi Trout Wobbler in 4,5 Gramm und ist slow sinkend. Ich habe hier jetzt so eine rote Farbe. Diesmal habe ich gar keinen rosanen Köder dabei. Wow! Das ist der Jensi-Köder. Rasseln mit drin. Die Haken sind auch schon extrem spitz und scharf. Also die kleben auf jeden Fall schon an meinen Fingern. So sieht der schöne Wobbler aus. Rot mit einem schwarzen Rücken oben. Also gefällt mir auf jeden Fall der Jensi. Dieser Jensi-Wobbler gefällt mir auf jeden Fall besser als der aus der letzten Ultralight-Box.
Und als nächstes haben wir zwei schöne Krebse. Der eine Krebs ist geflavored, der andere Krebs ist nicht geflavored. Ich packe die schnell mal aus. Beide haben die gleiche Farbe, grün. Aber von der Form sind die ein bisschen anders. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Das ist der ungeflavorte. Und der andere packe ich auch noch mal schnell aus. Ja, der ist auf jeden Fall geflavored. Der ist auch glitschiger. Den lege ich mal mit hier so einer Unterlage drauf. Nicht, dass mir das Filz auf jeden Fall dreckig wird. Von der Form her hat der eine so wie ein Flusskrebs aus, mit Scheren nach vorne und Fühler. Und der andere ist nicht so detailgetreu, der hat nicht so, sieht nicht wie ein Flusskrebs aus, aber soll auch einen Flusskrebs imitieren. Jo. Gefallen mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dieser Geruch, der lenkt mich gerade ein bisschen ab. Der stinkt auf jeden Fall so ein bisschen. Und ich glaube, er ist auch gesalzen. Also man merkt auf jeden Fall in den Händen, dass es da ein bisschen grobkörniger ist. Ja, das war's schon wieder mit dem Unboxing der Ultra Light Box. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Tschüssi!